Ja, weil wir draußen Kackwetter haben, bis Graz hat es geregnet, bauen wir heute mal ein neues Fahrrad auf. Und zwar wieder ein Two-Roll. Wir haben vor ein paar Tagen das U1 aufgebaut. Ich habe es noch nicht getestet, weil, ja, scheiß Wetter. Und hier ist ein anderes Modell von denen. Hat ein bisschen andere Specs. Kostet auch knapp unter 700 statt um die 550, 600 € und soll dann so aussehen. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, ob ich diesen Halb-Tiefeinsteiger oder kompletten Tiefeinsteiger hier habe, denn hier, wo das gestanden hätte, fehlt die komplette Seite. Naja, wir schauen einfach mal rein und lassen uns überraschen, denn Geek Maxi hat mir davon nichts erzählt, welches Modell es jetzt eigentlich sein soll von den beiden. Ja, ich würde sagen, ich mach's mal auf und dann werden wir es erfahren. So aufgemacht und ich sehe schon, hier oben ist die Querstange, also haben wir quasi das Modell, was auch auf dem Monitor angezeigt ist. Alles wieder sehr gut verpackt, wie auch beim U1. Wir haben hier 7 Gänge, nur anders wie beim U1, da haben wir 21. Hier haben wir 45 Newtonmeter, aber laut Herstellerangabe oder laut Homepage. Akkukapazität 560 Wattstunden. Muss man gleich mal gucken, was für ein System, 36 oder 48. Sieht auf jeden Fall erstmal sehr, sehr gut aus. Schutzblech hinten ist schon dran. Und schaut mal. Ich habe mich jetzt schon verliebt in das Bike. Es hat einen Schnellspanner. Ich kann hier einfach mal eine Tüte oder wie früher den Fußball drunter klemmen und losfahren. Einfach nur geil. So, ich hol's mal raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Simsalabim, da ist es. Sehr gut verpackt. Alle wichtigen Stellen, die lackierten Teile, Akku, Federgabel, alles nochmal doppelt gemoppelt und dreifach. Aber das kenne ich auch fast nicht anders. Sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick gut aus, dass nichts dran ist. Ne? Nicht das Bike selber. Das sehen wir uns erst später an. Dann haben wir hier noch die Zubehörbox. Dann schauen wir mal rein. Da sind die Pedale drin. Werkzeugtool. Zwei Maulschlüssel. Oh, Gashebel. Für uns nicht erlaubt, aber dabei. Bedienungsanleitung. Irgend so ein Nupsi. Wofür auch immer. Und dann schauen wir mal schnell hier rein. Ladekabel. Tschüpp. So, was haben wir hier? Ach, du mal, 36 Volt System. 42 Volt nämlich Output, also 36 Volt System, 2 Ampere Output. Also haben wir hier einen 15 Ampere Stunden Akku, also Ladezeit 7,5, 8 Stunden. Von 0 auf 100 natürlich. So, mal auf Seite und dann befreie ich das Schätzelein mal vom Schutz. So, soweit wie möglich alles befreit. Da liegt ein Teil und das meiste habe ich schon hier reingeschmissen. Na, so. Das ist immer sehr viel Müll pro Fahrrad, muss man ganz klar sagen. Schutzblech war noch in dem ganzen Gewusel. Jetzt baue ich den Lenker dran und drehe das Ganze dann um dann das Rad dran zu machen. Zum guten Schluss Schutzblech und Pedale. So, Lenker ist dran, easy. Vorderrad ist dran, aber auch sehr leicht. Läuft auch alles wirklich super ohne Schleifen. Also Bike macht einen echt guten Eindruck, ey. Man muss hier bedenken, 6,99. Gegebenenfalls habe ich einen Rabattcode, den kriege ich immer im Nachgang. Dann schaut mal unten in der Videobeschreibung, da seid ihr noch günstiger unterwegs. Und ja, Akku komplett in der Säule verbaut. Anders wie beim U1. Aber beide Bikes haben auf jeden Fall, muss ich sagen, ihre Daseinsberechtigung. Denn da sind wir noch mal eine ganze Ecke günstiger, haben dafür 21 Gänge. Hier ist dafür alles sauber im Rahmen verbaut. Aber wir schauen uns die beiden noch im Detail an. Finde ich nice, mal zwei Vergleichsbikes aus einem Haus zu haben. Da werden wir auf jeden Fall noch einen kleinen Vergleich machen mit Pros und Kontras. Okay, weiter geht's. So, Simsalabim, da ist es. Ja, Aufbau ging, muss ich sagen, relativ leicht. Optisch, erster Eindruck, sehr nice. Akku komplett in der Säule verbaut. Wir haben
Plastikpedale. Da hatte ich noch gar nicht drauf geachtet. 7-Gang Shimano TZ, Turny TZ Schaltung. Ich glaube, die hatte ich bis jetzt noch gar nicht so im Einsatz. Bin mir aber gerade nicht sicher. Reflektoren sind dran. Am geilsten Gepäckträger mit Spanner. Yay! Schöner Sitz. Bisschen, ja, nicht ganz so qualitativ wie der vom U1. Rücklicht am Bordstrom. Wir machen aber jetzt auch mal die Kiste kurz an. Sehr schön helles Display. Boah, das ist so leuchtstark. Fokus! Yes! Power, Unterstützungsstufe, Trip, Kilometer, Akkustand in Prozent. Könnt ihr das sehen? Fokus! Das ist so hell, ey, die Kamera kriegt das gar nicht ausgeglichen. Akkustand in Prozent. 2 mechanische Bremshebel, 7-Gang SIS Index. Das ist die günstigste Schaltung von Shimano. Ich wollte Licht anmachen. Beides am Bordstrom. Vorne und auch hinten. Hinten haben wir auch ein Bremslicht. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt sehen. Alles schwer mit einer Hand zu machen. Akku ist schön verbaut. So, was haben wir hier sonst noch? 27,3 Kilo wiegt die Kiste. Ein bisschen schwerer auf jeden Fall wie das. Dann 7-Gang-Schaltung, 15 Amperestunden auf 36 Volt. Licht am Bordstrom. Ein kleines Display mit Kilometeranzeige. Das haben wir da drüben nämlich nicht. Ansonsten sehr gute Verarbeitung. So auf den ersten Blick. Schaut mal hier, die Schweißnähte. Ordentlich abgeschliffen, überlackiert. Hier Akkuentnahme, zusätzliche Option zum Akku prüfen. Blau ist voll, rot ist fast leer, grün ist mittel und blau ist voll. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ansonsten macht wirklich einen guten Eindruck. 45 Newtonmeter soll es haben, 250 Watt, logischerweise, ist in Deutschland zugelassen. Federgabel vorne, das werde ich noch hier abswitchen und dann hier zwischendurch verlegen. Das gefällt mir jetzt gerade nicht, das habe ich nicht gesehen. Okay, das mache ich später. Federung ist lockbar. Ja. Also, sehr, sehr schönes Bike. Budget unter 700 Euro. Schaut mal in die Videobeschreibung, da müsste gegebenenfalls ein Rabattcode sein für das Bike. Erster Eindruck, genauso wie beim U1. Sehr, sehr cool. Und sobald das Wetter wieder schöner wird, gehe ich sofort raus und dann geht's ans Testen, ob mir irgendwelche Kontras auffallen. Okay, klicken, Like, abonnieren, um den Test nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.